Der VW-Chef verdient 50 Millionen Euro im Jahr. Und er sagt, das steht ihm zu, weil er steht ja immerhin mit einem Fuß im Gefängnis. Naja, die ganzen Abgas ab, ja. Da will jetzt der BMW-Manager wahrscheinlich auch bald kommen. Ja, aber er hat trotzdem keine Ahnung, wovon er redet. Wieso? Ich habe mir das durchgerechnet, 50 Millionen. Aber, okay. Es gab höhere Mathematik kommt jetzt. Na, so schlimm ist nicht. Eine andere Meldung in der Heute, auch diese Woche, Stundenlohn für einen Häftling im Gefängnis, 1,60 Euro. 50 Millionen durch 1,60 Euro und sagen wir, die arbeiten dort Vollzeit, weil die haben ja sonst nichts zu tun, ja? Mhm. Sind das 185.873 Monate oder 15.489 Jahre, die du arbeiten müsstest, damit du so viel Geld verdienst, wie der VW-Chef in einem Jahr. Aber das heißt, wenn du 1,60 Euro verdienst pro Stunde, müsstest du 15.489 Jahre arbeiten, um 50 Millionen genau. Euro zu verdienen. Nur zur zeitlichen Einteilung, weil was sind denn 15.000 Jahre? Also vor 30.000 Jahren sind zum Beispiel die Neandertaler ausgestorben. Oh, okay. Ja? Oder vor 4.500 Jahren sind die Pyramiden gebaut worden in Gizeh. Das heißt, okay. Das ist ungefähr so ein paar Meter. Das würde dann Sarkophag schon mal bereit sein. Genau. Ja, nett. Schon, oder? Ja. Und das war Zahlenspiel mit Martin bei Schlagzeilenrevue. Grüß euch. Ciao.